Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Runes of Magic. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir haben jetzt in dem letzten Part angefangen Geister zu hauen. Die habe ich jetzt offscreen schon mal schnell umgehauen, die letzten drei, vier, die noch gefehlt haben. Und jetzt geht es wieder zurück. Wir müssen die Quest abgeben, deswegen reiten wir auch zusammen. Damit ich nicht davor rumstehe, bewegte Bilder und so, ihr freut euch. Uri, ihr habt so viel für unseren Stamm getan. Ich weiß eure Hilfe wirklich zu schätzen. Möge der Geist des Windes in euch sein. Oh, also der Gott, der immer pupst. Geil. So, nehmen wir. Ritual Schulterpolster nehmen wir auch mit. Ah, wir haben den nächsten Titel. Ritual Schulterpolster. Nee, Ehrung der Gefallenen. So, jetzt müssen wir als nächstes... Ups. Blackie war es nicht, Basuel nicht, Julius Geschenk nicht, wollte Ruhe, Istra war es auch nicht. Heilklippe, dringender Bericht, Lars Heilka, nee. Sabotage, war es auch nicht. Der war es nicht. Wer war denn das? Der Traum der Ver. Ah, genau. Geheimpläne von Obomoti. Naja, gut, ich weiß ja, wo er ist. Da waren, upsla, da waren wir auch schon mal gewesen in einem vorherigen Part. Irgendwann mal. Ganz kurz rein, da mussten wir Klamotten holen. Und wieder raus. Als wir die Geschichte mit den Harpier hatten. Wenn ihr euch noch erinnern könnt. Ich könnte euch jetzt durch die Folge raussuchen, die ich meine, und dann in die, in die Infobox schreiben. Aber ich bin dafür so faul. Bitte seht es mir dann irgendwo ein bisschen nach. Ja, ja, kloppt euch nur. Lasst mich nur in Ruhe. Naja, und ich versuche es auf jeden Fall in diesem Part einzuhalten. Hier war für den Harpien. Hier war ja unsere graziöse... Wie hieß er noch? Paris Hilton? Möpschen. Ja. Egal. So, das, da wollten wir aber nicht hin, dass wir Ruhe. Wir wollen nach vorne hin. Genau. Hier rum. Ich denke mal, wir werden dieses Level, dieser Folge noch das Level abmachen. Also wir brauchen ja gar nicht so viel. Wir können ja einfach durchreiten. So, la 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 la. Da habe ich auch früher auch mal Tagesquest-Items von mir gefarmt. Die konnte man ganz gut Gildenquest machen. Oder die macht man ganz gut Gildenquest. Indem man diese Viecher hier klatscht. Alles zusammenziehen, einmal nuken und dann, wenn er dann, hier, genau hier oben war das. Hier oben die noch. Und dann hast du ja alles weggemacht. Lass mich aber ganz Ruhe, ich erkläre hier gerade Sachen. Komm mal her. Weiß nicht, wie stark der ist. Ich weiß gar nicht, ob der da ist. Ich glaube, der stand hier, oder? Also hier war er nicht. Was? Hier war auch einer. Welche Schamanen, uninteressant. Da war er in dem Gebäude drin? Ich weiß es nicht mehr.
Unser Traum? Geheimpläne. Waren die hier? Musst du überhaupt töten? Oh, Mission Rune, sehr schön. Aber. Oh, Mädels, ihr habt doch keine Chance. Wir haben jetzt keine Zeit für dich. So, danke. Easy. Naja. Rückgerufen. Naja. Also als Magier war das immer edel. Naja. Wie dem auch sei, wir reiten zurück. Also hier kann man ganz gut Geld farmen an der Stelle. Wenn man denn genug Rubine hat, die Rubine gar nicht, Dias, so heißen die Dinger. Um sich hier die Rucksackplätze zu holen. Keine Zeit für euch. Liebeshauch auf einen anderen Schader. Ganz komischer Name. Liebeshauch. So, hier rum. So. Meine Freunde, es ist niemand online. Wendelmine nicht, was überhaupt noch spielt. Ja, ist auch schon 3-4 Monate her. Manche Leute spielen schon gar nicht mehr auf den Charakteren oder haben ganz aufgehört. Juhu. Voilà. So, ja, wir haben jetzt echt nicht mehr so viel auf die. Also rein theoretisch müsste ich jemanden suchen, der mit mir dann SOK läuft. Also das hier. Oh, falsche Richtung. Der Bock auf Fights. So. Wir müssen mit Chilig reden, Karnats Ältester, und machen wir es auch. Der Anhänger der Zohidon, also steht oben Moti mit den Zohidon in Verbindung. Anscheinend hatte Adlai recht damit, dass alles ein geheimer Plan der Zohidon ist. Ich frage mich, ob dieser Geheimplan noch mehr Überraschung für uns bereithält. Ja! So. Wir nehmen mit erstmal hier hin. Und zwar. Ah, geht gar nicht höher. Das erhöhen wir. Meister der Zweihandwaffe. Der Zweitwaffe. Auf jeden Fall. 100.000.
Das wird für 30 Sekunden. Ah, das ist auch nicht schlecht, aber das sparen wir noch drauf. Wohl. Haben wir noch 100.000. 40 könnten wir es hochtreiben. Machen wir erstmal auf 30. Können wir nicht, können wir nicht. Ja, und kostet alles richtig viel schon. Gut. Ich habe diese Art von Dokument während des Krieges gegen den Orden der Dunklen Glorie gesehen. Es ist ihre geheime Art der Kommunikation. Ich glaube nicht, ich glaube trotzdem nicht, dass der Orden der Dunklen Glorie hinter all dem steckt. Keiner der Anführer, weder Laios, Halka noch Adlai, scheinen der Typ dafür zu sein. Ich glaube eher an Adlais Theorie, dass es im Orden der Dunklen Glorie einen Verschwörer gibt. Vielleicht können wir durch diesen Brief herausfinden, wer es ist und die Verschwörung aufdecken, die uns dazu bringen soll, uns gegenseitig zu töten. Ich möchte diesen Brief also gern Laios Halka zeigen. Es gibt niemanden sonst im Orden der Dunklen Glorie, dem man vertrauen kann. Und er ist als einziger klug und mächtig genug, sich dieser Sache anzunehmen. Ihr wisst, dass wir uns auf den Orden der Dunklen, nee, ihr wisst, dass wir uns den Orden der Dunklen Glorie nicht nähern können. Wir vertrauen also auf eure Hilfe. Ja, können wir tun. Mal was zu verkaufen. Weg. Weg und weg. Dann noch weg. Haben wir Minus gemacht für den ganzen Tag, die wir bekommen. Na gut, wir haben auch Geld so bekommen. Also, das heißt, wir müssen jetzt hier wieder hin. Das machen wir aber anders. Wir betätigen da unseren Rückruf. Wenn wir schon mal dann in der Pioniersiedlung sind, Pioniersiedlung sage ich schon, Loga sind, werden wir kurz ins Haus gehen. Haben wir irgendwas bekommen? Oh, 3.133 für irgendwelche Tageskostenitems. 11.000, ach ne, warum mit? 15.500. Ja, das war drin. Und der Zwerg ist größer als ich. Der Großkopf, der hat. So. Da nehmen wir. Ups. Das kann weg. 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 Das kann auch weg. Alles nicht. Bank öffnen. Wer kann da rein? Das kann da rein. So. Okay. Haus verlassen, wie lange haben wir? 14 Minuten. Naja, gut. Ja. Was ist der Plan? Also, ich werde ja noch ein bisschen Inventar leer räumen. Die, die das Spiel ein bisschen kennen. Ach, wieder weg. Wissen, was ich vorhabe. Glaube ich zumindest zu denken. So. Ja, das machen wir auch noch mal schnell.
800. Wie viel letzte der das verkauft hat? Am 18.03.? Ehrlich jetzt? Machen wir 1000er, komm. 1111, komm. Vielleicht kauft sich jemand. Für 5. 1005, okay. Ansonsten. Oh, die können verkaufen. Aber hier 1200. Machen wir auch für 1500 oder so. Passt schon so. Also, was habe ich vor? Also, wir werden jetzt noch das mit Laris Halka machen. Ein paar Sachen abgeben, ein paar Quests abgeben und so. Dann werden wir uns ins SOK begeben. So, die nächsten ein, zwei Folgen. Gucken, wie weit wir da kommen. Und das sind so die nächsten Sachen. Also, ich bin gespannt, ob dann auch irgendwas passiert. Ob wir da irgendwie eine Chance haben drin. Weil eigentlich sind wir recht gut ausgestattet. Aber die Gegner sind natürlich eine Elite. Müssen wir gucken. Ich weiß es nicht genau. Ja, wie gesagt, als nächstes ist das Solaris Halka. Das die nächste Aufgabe. Das, liebe Freunde, werden wir dann aber nicht in dieser Folge machen, sondern erst in der nächsten. Denn wer weiß, wie viel Text da kommt und was noch passiert und etc. pp. Man weiß es nicht genau. Und deswegen bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch einen wunderprächtigen Tag. Auf Wiedersehen. Ciao.